Moin. Happy Birthday to you. Mir lächelt Patrick. Happy Birthday, liebe Mama. Happy Birthday to you. Ich liebe euch. Danke. Nicht du. Patrick, ich... Geburtstag, Mama, kann ich dir früher was zu Guastik? Lara, ich setze. Gib mir jetzt meinen Geburtstagskuss. Ja, ja. Dankeschön. Schminke, bin ich geschminkt. Das wird noch Creme. Oh, das war aber viel Creme. Moment. Lali, krieg ich von dir ein Pussy? Lara, gib mir kein Pussy. So, meine Lieben, heute ist mein 33. Geburtstag. Wir haben schon sehr, sehr spät im Tag. Ich habe heute 33. Wir haben jetzt aktuell 15.15 Uhr. Heute Morgen wird immer jünger. Tja, siehst du das? Wir gehen jetzt nämlich bald gleich in die Therme. Wir haben uns angezogen. Wir essen aber zuerst noch ein bisschen Torte. Und dann gehen wir nämlich in die Therme. Das habe ich mir gewünscht. Zuerst wollten wir es wieder verschieben und dann doch nicht gehen. Und jetzt habe ich gesagt, doch, wir gehen. Lecker, Lara? Ja. Das freut mich. Hey, wir haben aber noch was. Ah ja, den Sekt. Und Kindersekt haben wir auch. Und Kindersekt. Das ist alkoholfreier Sekt, nur so zur Neben, zur Bemerkung. Da haben wir ein Gläschen. Yeah, Papa. Ich hab einen Durst. Der Papa spielt. So. Alles Gute. Alkohol. Für dich. Alles Gute. Für dich. Ich hab mal wieder New Yorker Cheesecake. Ich, Papa, weiß nicht, wie man... Trinkt ihr mit normalen Gläser, oder? Wieso keine Sektgläser? Hey! Na. Halt. Hey, ihr Lieben, wir sind schon hier in der Thermela. Ja, super! Die Lara schwimmt da hinter mir. Die Lisa soll ins Wasser gleich. Wir sind auf jeden Fall hier schon in der Therme. Ich bin jetzt in der Kinderabteilung, weil die Lara plötzlich zum Weinen begonnen hat drüben. Und jetzt spiele ich hier mit ihr ein bisschen. Wo magst du? Luisa ins Wasser. Luisa ins Wasser? Ja, komm her. Achtung, Lara, nicht andere nass spritzen. So, dann. Schau mal, Lara. Du bist ja darin bei dir. Langsam, langsam. Du bist ja darin bei dir. Super, machst du das, Lara? Zum ersten Mal in der Therme. Wer? Puppe. Ich glaube, sie hat mega Spaß, weil sie sich so frei bewegen kann. Und wer hat Speckröllchen? Ne? Wer? Lisa. Nein, der Papa. Aber ich habe auch Speckröllchen, Papa, also passt das schon. Ja, ich bin die Einzige. Ich glaube, ich kann nur mal durchs Papier. Nein, das war ich. Schwingringe. Hallo, Seidi. Die Schwingringe von der anderen auch. Die Luisa.
ausgesetzt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie laut oder wie leise ihr mich hört. Ich hoffe mal gut. Auf jeden Fall, die Luisa macht hier gerade eine Snackpause, weil im Wasserplanschen macht ihr bekanntlich sehr hungrig. Ich habe auch schon einen mega Hunger. Wir bleiben aber auf jeden Fall sowieso nicht so lang, also nur 3 Stunden. Die Luisa ist aber so brav, hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so einen Spaß hat. Also hier jetzt im großen Becken, das war jetzt für sie richtig spaßig, so mit ihr herumzugleiten, das hat ihr richtig Spaß gemacht. Filmen kann ich halt schwer, ich habe halt keine GoPro, die ich quasi mit ins Wasser nehmen könnte, aber das wäre es ja für den Urlaub eventuell. Muss mir was überlegen. Auf jeden Fall macht es mega, mega Spaß, die Kinder haben hier, kommen voll auf ihre Kosten, alle 3 und auch 4, sie kommen auch auf ihre Kosten, auf jeden Fall. Sitzen wir jetzt ein bisschen hier und ich stille sie und ich weiß gar nicht mal, wie lange wir schon da sind. Ich glaube, wir bleiben aber nur 3 Stunden. Ja, ich habe schon den Mörderhunger. Das ist immer so Wasser und dann Hunger. So habe ich mir das gewünscht zu meinem Geburtstag. Ich habe mir das zu meinem Geburtstag gewünscht, so einen Ausflug zu machen, weil wir schon sehr lange nicht mehr so irgendwie was Familiäres unternommen haben. Wir sind zwar zu Hause zusammen, logischerweise, aber ja, das ist immer ganz anders, wenn man unterwegs was macht, mal irgendwie raus aus den eigenen 4 Wänden, ein bisschen die Seele baumeln lassen und mit den Kindern spielen und Spaß haben. Das finde ich immer so schön. Ja, Luisa ist jetzt eingepennt. Ich glaube, ich werde jetzt hier mit ihr draußen bleiben. Sie nuckelt aber eben. Also ja, lebendiger Schnuller wird hier genützt. Ich hoffe es ja. Sura, wo waren wir heute? Die Lara erzählt euch jetzt, wo wir heute waren. Wo waren wir heute? Schwimmen? Schwimmen, meine Magie. Mit wem waren wir schwimmen? Wer war alles dabei? Vater, Schwester, meine. Mama? Papa? Wer noch? Lara, Mitte, Lara. Und? Lilia. Mama. Und die Lilia, die Mama. Du bist schon ein kluges Mädchen. Das Essen kommt. Das Essen kommt. Das Essen kommt. Bisschen verhungert. Immer wenn man ins Schwimmbad geht und dann wieder rauskommt, dann hat man so welchen Durst und Hunger. Ja, mein Schatz. Ja, ich sitze jetzt hier. Ja, Vogel. Vogel. Wo ist dein Vogel? Ah, die Katze hast du genommen. Katze. Was ist das? Kannst du da sitzen? Michel sitzen. Papa. Michel sitzen. Warte, ich gebe dir deine Katze. Katze, hör auf. Ich mach das jetzt. Ich nur mein Bad. Ja, das ist Laras. Bitte schön, also. Hör auf. Ja. Pass auf, Katze. Warte, langsam, der Filter ist am Boden. Wow. Ein Katze. Miau. Chicken Nuggets. Chicken Nuggets, bitte schön. Wo sind denn die Sour Cream Sauce? Mama, ich kann dann Antonin machen. Ciao, Mama. Ja. Ciao. Wow. Magst du Pommes auch? Warte. Na, bitte pass auf. So. Achso, den. Was brauchst du denn? Sour Cream, gell? Okay. Bitte, Schatz. Und Hack. Ich bin mega durst. Das sind deine Mann. Einmal. Und Big Mac, oder? Die Mama gönnt dich. So. Aber du hast Wasser, gell? Ja, und meine Pommes. Was sind meine Pommes? Papa zum Geburtstag, gell? Hallo. Hallo. Willkommen rein, Kuss. Heute habe ich Geburtstag. Schaut euch mal den Papa an. Hey! Man sieht, wer heute Geburtstag hat, oder?
ja, das ist. Jetzt wird es so anschauen, als würde das so Zähne sein und da schaut dein Kopf raus. Das ist auch ein Teil der Geschenke. So, mein Lieben, heute ist Papas Geburtstag, wie ihr sehen könnt. Ich filme einfach weiter. Also, ich habe danach nicht mehr gefilmt. Wir sind nach Hause gekommen und alle kaputt ins Bett gefallen und haben geschlafen. Außer ich habe meine Outlander-Serie fertig geschaut. Ich bin so traurig. Was? Ich habe meine Serie fertig geschaut. Jetzt warte ich, dass es endlich die nächste Staffel ist. Ah, das Geld ist. Aber wir könnten sie kaufen. Bei Amazon kostet sie 33 Euro. Bin ich deppert oder was? Outlander ist so schön. So, ich hab Hunger. Sie liebt auch einen Rothaarigen, wie ich. Deppert schon. Ich bin hungrig jetzt. Ja, auf jeden Fall. Heute wird Papas Geburtstag gefeiert. Papa hat sich zu seinen Ehren selbst Frühstück gemacht. Oder Baba? Ja. Krieg ich auch was? Es kommt drauf an. Warst du brav? Ich war sehr brav. Danke. Wir frühstücken jetzt nur wir drei, weil die anderen zwei haben schon gefrühstückt. Und hier, Mati hat auch schon gefrühstückt. Hm? Der Patrick will auch. Na komm schon. So, wir essen jetzt mal. Und dann, was machen wir? Mr. 37. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Wie hat sie vorhin so gelacht? Hallo, mein Schatz. Hallo, mein Schatz. Wie ist er? Luisa. Luisa. Wer ist mein Baby? Baby. Head, na, knees and toes, knees and toes. So, meine Lieben, wir haben den normalen Alter gegenüber gestartet. Der Patrick zockt, die Lara singt. Bett muss ich noch machen. Wenn ich mir das anschaue, das ist voll chaotisch bei uns aus. 3000 Sessen. Hey, was ist da los? Spielsachen, Buntstifte, die Pölster sind natürlich nie schön. Woher sind eigentlich diese Socken? Haben die kein Paar oder was? Wie ihr seht, haben wir hier im Vorraum ziemlich viele Sachen herumstehen. Außerdem, dass die Lara hier immer Playmobil spielt. Auch hier im Vorraum. Das müssen wir uns überlegen, wo wir das hinräumen. Und den Hundekorb sollten wir vielleicht auch mal in den Keller bringen und dann diese ganzen Sachen entsorgen. Dann diese Spielzeugkiste, keine Ahnung, da habe ich noch so alte Klamotten, muss ich noch in den Keller. Also ihr seht, hier lagern wir aktuell Sachen, die eigentlich weggeräumt gehören. Und ja, Bilder müssen wir abmachen und dann hier streichen, denn wir überlegen uns hier etwas Garderobenmäßiges herzustellen. Was genau wissen wir noch nicht, deswegen hat der Papa jetzt vorgeschlagen, zum Ikea zu fahren. Wir nutzen einfach den freien Tag jetzt, um ja, etwas im... Was? Kamera zu fahren? Tja, mal meine Lieben, die Lara und die Michelle sind jetzt gerade beim Ikea Smallland. Heißt das so Smallland? Ja. Im Kinderparadies und schauen sich da oben einen Film an. Kinderkino. Meine zwei Mädels. Oh, die Schlümpfe. Süß. Da ist der Papa, da ist der Papa. Ich wollte eigentlich zum Lift, Kinder. Geh mal, komm. Papa telefoniert jetzt. Der Papa telefoniert nämlich gerade, denn er hat unseren Scooter verkauft und der klärt jetzt gerade mit diesem Mann, wann er kommen soll. Und? 13.30 Uhr. Okay, das heißt, wir dürfen nicht so lange hier da bleiben, gell? 16.30 Uhr. So, ihr Lieben, wir sind jetzt gerade soeben nach Hause gekommen und bisher war es mir praktisch unmöglich zu vloggen, denn die Luisa hat die ganze Zeit geweint, sie wollte gehalten werden, deswegen war es ein bisschen schwierig. Ja. Jetzt sind wir nach Hause gekommen, ganz schnell, weil der Papa muss das Auto ein bisschen herrichten, weil der blaue Skoda wird jetzt gerade, nicht gerade, aber in einer Stunde kommt er, glaube ich, und holt das ab. Bei Ikea haben wir jetzt nicht so viele Sachen gekauft. Wir haben uns im Vorraum nämlich was umgeschaut. Wir hätten da so einen Pax gefunden. Wir werden da noch so Abmessungen durchführen, ob das dann auch hierher passt. Dann überlegen wir uns da unten so einen Kallax hinzustellen, also so einen wie hier. Das sieht so chaotisch aus. Hier müssen wir ein bisschen Ordnung machen. Ein anderes System. Auf jeden Fall habe ich da für da unten, für die Barbie-Kiste, dieses hübsche Ding mitgenommen. Gefällt dir schwarz? Also weiße und schwarze Blumen? Gefällt's dir? Mir gefällt es auch gut. Die Michelle macht jetzt gerade auf. Und dann haben wir noch dem Patrick einen American Football gekauft. Solche Gläser.
solche Pokalgläser. Heißen doch so, oder? Ja, Pokal. In Blau und Patricks Football. Und dann noch so einen Pflanzenbefeuchter. So, Patrick, kannst du den Pfiffi füttern? Wenn die Gläser noch hier auf dem Tisch stehen. Hier fütter du den Pfiffi. Bitte, da ist er nicht. Und ich werde jetzt die Luisa auf jeden Fall ausziehen. Und der Papa macht jetzt gerade das Auto fertig. Das heißt, er holt alles raus, was uns gehört. Und bereitet es halt vor, damit der ist, außer der Papa wollte, dass ich einen Kaufvertrag ausdrucke. Das war jetzt richtig kurzfristig eigentlich und so einfach so ein bisschen spontan. Deswegen so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ungeplant, aber das ist ja kein Problem. Wir wollten ja heute auch chinesisch essen gehen, also zum Papas Geburtstag hat er sich gewünscht, dass wir chinesisch essen gehen, weil ich habe mir Maggi ausgesucht. Und deswegen warten wir aber jetzt, bis der Mann kommt und das Auto holt. Und dann gehen wir chinesisch essen. Ich bin schon ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, das mache ich schon. Ich bin schon ein bisschen traurig, dass wir unser Auto verkaufen. Weil ich denke mir so, das haben wir damals gekauft, da war ich schwanger mit der Michelle. Und dieses Auto hat so viele Sachen mit uns gemacht. Also Urlaube, mit der Sheila, waren wir in Rumänien oder in Italien. Mit ihren Autos. Also, und der Vater mit ihr zum Arzt gefahren. Ja, das ist ein traurig. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall die Luisa ein bisschen stillen. Gut, Baby. Ja. Und ich muss meinen Vlog noch schneiden. Was meinst du denn da? Ich liebe dich. Was? Jo, von Dada. Dada? Der hat keine Zerwege. Lala. Ich bin Michel, der ist Mama, der ist Ninja, der ist Papa. Der Papa geht mit der Lara Pipi und die Luisa lässt mich nicht essen. Ah ja, bist du übrigens die Chinesische, habe ich gar nicht gesagt. Schon wieder Frühling. Frühlingsrollen? Sie nimmt sich immer viele Frühlingsrollen und dann muss ich sie auch essen. Das war schon oft der Fall. Mit den Kindern am Abend essen zu gehen, ist gar nicht so einfach. Vor allem mit diesen kleinen Rädchen hier. Kleine Hexe. Happy birthday, lieber Papa. Happy birthday to you. Lass dir mal wünschen. Komm, Papa. Die Lara hilft dir. Zusammen. So, wer will ein Stück? Niemand. Niemand. So ihr Lieben, wie ihr hört, die Luisa will, dass wir den Vlog beenden. Deswegen mache ich das jetzt ganz schnell. Ich habe kurz bei der Michelle gelassen. Ich muss jetzt wirklich ins Bett bringen. Sie ist hundemüde und ich bin auch hundemüde. Deswegen danke fürs Zuschauen. Unseren Geburtstags-Vlog, kann man so sagen.